Wir haben jetzt ungefähr 4 bis 5 Wochen gearbeitet, uns häufiger mit dem Kunden getroffen und versucht, den Projektinhalt besser zu verstehen, was der Kunde braucht und uns schon erste technische Lösungsvorschläge überlegt. Vielleicht haben sie schon Wireframes, also da ist schon eine ganze Menge da. Wir sollten jetzt nicht allzu lange, ohne dass der Kunde was gesehen hat, weiterarbeiten. Wichtig wäre jetzt, dass wir uns relativ zügig Feedback vom Kunden einholen und dass der Kunde auch sieht, dass wir was tun, nicht, dass er das Vertrauen in uns verliert. Und deswegen machen wir jetzt nach dem ersten Sprint ein erstes Sprint-Review-Meeting. Wir werden nach allen weiteren Sprints jeweils wieder ein Sprint-Review-Meeting machen, sodass der Kunde in regelmäßigen Abständen sieht, wie der Projektfortschritt ist. Der Kunde hat dann natürlich das Recht, falls ihm der Fortschritt nicht gefällt, zu eskalieren oder die Richtung zu ändern oder auch das Projekt abzubrechen. Aber es ist wichtig, dass der Kunde permanent informiert ist. Grund ist auch, dass wir recht wenig festgelegt haben am Anfang. Es gibt also kein dickes Spezifikationsdokument beispielsweise, wie man das früher gemacht hat. Also das heißt, der Kunde hat seinen Willen im Wesentlichen mündlich geäußert und möglicherweise haben wir ihn falsch verstanden oder er konnte sich nicht klar genug ausdrücken. Und um sozusagen da zu vermeiden, zu weit auseinanderzuarbeiten, deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend regelmäßig, sprich nach jedem Sprint, dieses Sprint-Review-Meeting. Und wir brauchen ganz dringend wirklich Feedback vom Kunden. Und der Kunde kann vielleicht noch weitere Kollegen einladen und andere interessierte Stakeholder. Also die Einladung macht dann der Product Owner, um wirklich so viel Feedback wie möglich einzuholen. Und um auf der Basis dann die weiteren Entscheidungen im Projekt zu treffen. Wir haben jetzt schon viel geschafft. Wenn Sie zurückgucken, was Sie jetzt alles im Wiki stehen haben und in Ihrem Repository bereits angefertigt haben, ist das schon sehr viel. Ein wesentliches Teilergebnis ist ein funktionierendes Team. Das heißt, Sie haben sich jetzt sehr darüber geeinigt, wie Sie arbeiten wollen. Die Ergebnisse, die wir bisher gesehen haben, sind sehr erfreulich. Und Sie sind wahrscheinlich aus dieser Storming-Phase am Anfang das Team letztlich kennen und versucht, irgendwie gemeinsame Regeln zu finden, vielleicht schon in der Performing-Phase angekommen. Also das Team ist schon mal ein wesentliches erstes Ergebnis von dem Projekt. Sie haben Projekthandbuch geschrieben, also Informationen über das Projekt stehen im Wiki mit allen Details, die Sie bisher wissen, Teamvorstellung und so weiter. Sie haben die Projektinhalte sich erarbeitet. Also gerade am Anfang des Projektes muss ja den Scope festlegen. Also was ist im Projekt, was ist außerhalb. Und gerade bei komplexen Fragestellungen oder sehr, sehr vielen Requirements ist das gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, was Sie innerhalb dieser kurzen Projektzeit machen können. Wir haben ja im Prinzip 15 Wochen Zeit, was zu machen und eigentlich auch nur 15 Personentage pro Nase Zeit mit Aufschlag vielleicht 20 Personentage. Das ist nicht viel. Also müssen wir klar den Rahmen begrenzen und klar die Inhalte festlegen. Was haben wir dazu gemacht? Es gibt so eine Produktvision, die haben Sie sich überlegt. Sie haben Produktziele und Projektziele festgelegt. Sie haben die Randbedingungen erfragt, also auf welche Hardware beispielsweise die Software laufen soll oder welche anderen Rahmenbedingungen Sie einzuhalten haben. Wir haben Personas überlegt, zumindest in einigen Projekten, also so prototypische Benutzer festgelegt mit deren typischen Eigenschaften, dass wir denen das dann auf den Leib schneidern können, die Software. Wir haben den Kontext versucht zu verstehen. Also Sie bauen ja ein System selten auf der grünen Wiese, sondern das muss wahrscheinlich reden mit Nachbarsystemen, mindestens mal mit dem Authentisierungs-Autorisierungssystem beim Kunden. Also haben Sie den Kontext festgelegt. Sie haben sicher auch eine Stakeholder-Liste angefertigt. Also was sind interessierte Personen an Ihrem Projekt? Also sehr viel getan, um den Inhalt des Projektes festzulegen, die Projektziele festzulegen und festzulegen, wen betrifft denn das eigentlich alles? Das haben wir alles schon. Wir haben die Risiken uns erarbeitet. Einige Projekte sind völlig unriskant. Also das heißt, da kann man das Risikomanagement mehr oder weniger weglassen jetzt. Andere Projekte haben noch ganz erhebliche technische und inhaltliche Risiken drin. Die müssen wir natürlich sauber verfolgen. Risikomanagement haben sie gemacht. Sie haben sich überlegt, welche Ressourcen brauchen Sie im Team? Dazu gehört ja nicht nur Hardware oder Logins oder Ansprechpartner, sondern auch Ausbildung. Da versuchen wir jetzt gerade natürlich was zu organisieren. Vieles müssen Sie sich allerdings mit Videotutorials selber beibringen. Wir haben die Softwareentwicklungsumgebung, die muss jetzt bei allen laufen. Wenn es das immer noch nicht tut, haben Sie wirklich ein Problem ab jetzt. Also Git-Zugang, Pipeline und so weiter, das muss jetzt eigentlich alles stehen am Ende des Sprints. Wenn nicht, haben Sie wirklich ein Problem. Und Sie haben, das ist ja mit in dieser Woche noch zu machen, einen technischen Durchstich erstellt, also in der Zielplattform erste Elemente des Systems bereits prototypisch zusammengebaut, um mal zu gucken, ist das Zeug kompatibel, können Sie das überhaupt bauen, haben Sie alles, was Sie brauchen.
Also ganz wichtiger Schritt zur Risikominderung im technischen Bereich, der technische Durchstich oder Architectural Spike oder Tracer Bullet, wie Sie es nennen wollen. Sie haben Repository, klar, und Sie haben höchstwahrscheinlich auch eine CI-Pipeline, wenn Ihre Technologie das hergibt. Das heißt, auch GitLab unterstützt uns da ja sehr gut. Das heißt, wir haben uns da auch schon um das Continuous Integration gekümmert. Was bisher geschah? Normalerweise überlegen Sie sich bei einer Requirements-Portion, die Sie in Scrum umsetzen, welche Requirements bringen Ihnen gerade den meisten Mehrwert? Die schneiden Sie raus. Da gibt es ein Sprint-Planungsmeeting dafür. Und versuchen die im nächsten Sprint umzusetzen. Dann daraus entsteht ein kurzfristiger Plan, den Sie im Laufe eines Sprints umsetzen. Also da sind wir jetzt gerade mittendrin und nächste Woche ist das zu Ende. So, und wenn Sie jetzt eine Weile in diese Richtung gelaufen sind und haben Requirements umgesetzt, muss man irgendwann mal diese fertigen Requirements herzeigen. Grund ist, Sie brauchen möglichst zügig Feedback vom Kunden, denn wenn Sie in die falsche Richtung entwickeln, wenn Sie die Requirements falsch verstanden haben, je früher Sie das wissen, desto schneller können Sie das ändern. Deswegen ist es wichtig, ein Meeting zu machen, wo Sie eine Demo geben und der Kunde wirklich einen Eindruck davon kriegt, und das ist in Scrum sozusagen fest verdrahtet. Das ist das sogenannte Sprint Review Meeting. Und dieses Sprint Review Meeting findet einmal pro Sprint statt. Nach dem Sprint Review Meeting findet noch eine Retrospektive statt. Und dann haben Sie so das Grundpaket von einem Sprint in Scrum. Also Plan, kurzfristigen Plan machen, Plan durchführen, am Ende gucken, hat der Plan funktioniert, was ist rausgekommen und nochmal das eigene Vorgehen in der Retrospektive reflektieren. Warum machen wir ein regelmäßiges Sprint Review? Und da ist der Grund, dieses Liefern, dieses Herzeigen Ihrer Ergebnisse, das muss bei Ihnen zur Gewohnheit werden. Also Sie müssen das Liefern und das Ergebnisse herzeigen so lange trainieren, bis das praktisch keinen Aufwand mehr für Sie darstellt. Also bis Sie sozusagen als Routinetätigkeit diese Sprint-Reviews machen. Also Liefern muss zur Routine werden. Früher war das häufig so, dass Sie ein halbes Jahr lang nicht geliefert haben. Dann haben Sie alle halbe Jahre mal eine Präsentation gemacht und da waren so Sachen wie das Lieferpaket fertig machen, den Abnahmetest vorbereiten und so weiter. Das war richtig aufwendig und hat meistens sehr wehgetan, weil man viele Wochenenden investieren musste. Und bei Scrum oder den anderen agilen Methoden ist die Idee, dass man so häufig liefert, dass man diese Schmerzen einfach durch Routine verliert. Zweiter Punkt, der noch wichtig ist, ist, Ihr Kunde hat jetzt ja einen Monat mit Ihnen geredet und muss jetzt sehen, dass bei dem Reden auch irgendein konkretes Ergebnis entsteht. Also Sie können ihm nicht jetzt ein ganzes Semester lang versprechen, dass möglicherweise irgendwann mal eine super tolle Software rauskommt. Der kennt Sie nicht, Sie kennen den nicht. Also woher soll der Ihnen glauben, dass Sie was leisten können? Und der beste Weg, Glaubwürdigkeit zu kriegen, ist tatsächlich was Laufendes zu zeigen. Also dann kann keiner mehr abstreiten, dass Sie leistungsfähig sind. Wenn Sie eine Demo geben können mit einer laufenden Software, dann ist das absolut glaubhaft. Und darum geht es auch so ein bisschen, so dieses erste Vertrauen zum Kunden aufzubauen, dass der sieht, Mensch, er redet mit Ihnen, da kommt auch was raus, was vielleicht irgendwann noch nützlich ist. Sie kriegen damit dann ja auch Feedback vom Kunden. Das heißt, Sie geben eine Demo von dem, was Sie haben. Sie erzählen die Sachen, die Sie gemacht haben, was Sie verstanden haben. Und der Kunde gibt Ihnen Feedback dazu. Haben Sie ihn richtig verstanden? Sind die Anforderungen, die Sie schon umgesetzt haben, richtig umgesetzt? Geht alles, was Sie vorhaben, überhaupt in die richtige Richtung? Und dafür kriegen wir schnell Feedback, jetzt nach knapp 4 Wochen. Das sind ja 5 logische Arbeitstage. Also würden wir am Ende der ersten Woche bereits Feedback erhalten, sodass, falls was verkehrt ist, Sie schnell umsteuern können. So, wer lädt ein zu dem Sprint Review Meeting? Also eigentlich ist es die Verantwortung des Product Owners, das ist sozusagen seine Veranstaltung. Das heißt, er lädt Sie als Team natürlich ein, beziehungsweise wahrscheinlich muss sich Ihr teaminterner Product Owner um eine Einladung kümmern, also dass der oder sie sicherstellt, dass alle wichtigen Personen informiert sind. Wir können dieses erste Sprint Review Meeting auch gerne intern machen, dass also kein Kunde dabei ist. Das ist logistisch vielleicht einfacher zu lösen, als wenn man jetzt gleich eine große Menge Volk einladen muss. Sie als Entwicklungsteam sind natürlich beim Sprint Review Meeting dabei. Sie haben ja die zentrale Rolle. Sie sollen ja die Demo geben. Scrum Master ist dabei, der sorgt im Zweifel für eine Moderation des Termins, guckt nach, dass sich so alle an die selbst gesteckten Regeln halten und so weiter. Also der ist
Ebenfalls wichtig, damit die Durchführung sauber funktioniert. Und was noch wichtig ist, ist, Sie können, also der Product Owner kann eigentlich jeden einladen, der Interesse an dem Produkt haben könnte, speziell von den Personen, weil sie ja Feedback haben. Der Product Owner hat die Sachen ja möglicherweise schon vorher gesehen, die anderen Stakeholder aber eben nicht. Und von denen brauchen Sie Feedback, denn auch die sagen Ihnen ja, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Also ein Beispiel für solche Stakeholder könnten auch die zukünftigen Benutzer des Systems sein. Also wenn Sie denen eine Demo geben, die können ja am ehesten sagen, ob das fachlich inhaltlich für Sie passt. So, was machen Sie im Sprint Review Meeting? Also wenn Sie schon mal die Leute eingeladen haben, also das sind, Sie machen nur Sachen, für die sich der Kunde wirklich interessiert. Also Sie zeigen wahrscheinlich keinen PowerPoint. Und Sie zeigen wahrscheinlich, es sei denn, Sie haben jetzt nicht besonders viel anderen Stoff, wahrscheinlich keine Zwischenergebnisse, außer den Zwischenergebnissen, zu denen Sie explizit Feedback haben wollen. Sondern was machen Sie? Sie geben eine Demo von dem, was Sie haben. Ich sage, nach dem explorativen Sprint kann das noch schwierig sein, aber Sie könnten beispielsweise einen technischen Durchstich schon mal zeigen. Und falls die Zeit dann noch übrig ist, kann man ja immer noch das Personamodell durchdiskutieren oder die Randbedingungen nochmal abklären. Also Demo, das ist im Zentrum. Sie zeigen in einem normalen, regulären Sprint-Review-Meeting nur die Anforderungen, die wirklich vom Product Owner abgenommen wurden. Und wichtig für diese Anforderung ist auch noch, dass Sie die Definition of Done erfüllen. Also nur, dass der Kunde oder der Product Owner sein Platzset gegeben hat, reicht nicht, sondern dass die Software muss auch durch die Build-Pipeline durchlaufen. Die statische Analyse darf keine schweren Fehler melden. Sie müssen wahrscheinlich automatisierte Unit-Tests haben. Es muss ein Code-Review stattgefunden haben. Also da ist schon, hat schon eine ganze Menge stattgefunden, bevor Sie eine Anforderung demonstrieren dürfen und die Anforderung dann wirklich als fertig gemacht gilt, also als dann wirklich gilt. Sie demonstrieren nicht halbe Anforderungen, also wenn irgendwas halbfertig geworden ist, das demonstrieren Sie normalerweise nicht. Sie erwähnen, welche Anforderungen nicht ganz fertig geworden sind und erwähnen auch kurz, warum die noch nicht fertig sind. Also Sie zeigen wirklich nur das, was fertig ist, alles andere wird erwähnt. Was mir am Anfang mit der Beschäftigung von Scrum nicht ganz klar war, ist, dass das Sprint Review Meeting ja auch dazu dient, die langfristige Planung anzupassen. Ich meine, Sie haben alle relevanten Leute des Projektes mal in einem Raum und damit haben Sie die Gelegenheit, mal zu gucken, geht das Projekt eigentlich noch in die richtige Richtung? Also auch wenn wir so die nächsten 2, 3, 4 Sprints in die Zukunft denken, kommen wir dann da an, wo wir ankommen wollten? Also ist der Fortschritt mal über die Größenordnung eines Sprints hinweg noch angemessen? Können wir den Release-Plan noch halten? Also ich meine, irgendwann müssen Sie ja die Software trotz aller Sprints mal final ausliefern oder vielleicht haben Sie irgendwann eine große Messe, für die Ihr Produkt stehen soll. Und dann muss man gucken, passt die aktuelle Planung, die langfristige Planung noch? Und eventuell wird das weitere Vorgehen noch diskutiert und angepasst. Fassen wir zusammen, also die Veranstaltung ist rein für Ihre Stakeholder und für Ihren Product Owner und das Sprint Review Meeting dient dazu, dass alle Beteiligten sehen, wie weit Ihr Projekt vorangegangen ist. Also Sie zeigen keine Projektpläne, keine Excel-Sheets und diskutieren höchstens am Ende Ihren Release-Plan. Das war's. Im Zentrum steht die Demo.